Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Ich stand noch unter Schock und konnte. Tja, und PC-Spieler stehen wohl auch unter Schock, denn Alan Wake ist jetzt nach knapp 2 Jahren Xbox-Exklusivität auch für den PC erschienen. Ursprünglich sollte das ja mal die Grafikbombe vor dem Herrn werden. Das wird jetzt natürlich nichts mehr, weil es schon 2 Jahre alt ist. Steuerung umkehren. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nein. Ja, die Maus ist aber etwas träge, muss ich sagen. Ja, und jetzt ist es, wie gesagt, endlich auch für den PC erschienen. Und worum es geht, werde ich euch jetzt nicht erzählen, denn das bekommt ihr jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 30 bis 45 Minuten, die ich euch vom Spiel zeigen werde, sowieso mit. Deswegen schon mal viel Spaß jetzt bei diesem tollen, storylastigen Horrorspiel. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Ich muss jetzt erstmal kurz die Maus ein wenig hochdrehen. Steuerelemente. Beides ein bisschen höher. So. Tut mir leid, dass ihr das jetzt mitsehen müsst. Ja, das ist schon besser. Wo ist denn der Leuchtturm? Ah, da. Ja, wie man jetzt schon auf den ersten Blick sieht, es ist ein Spiel, das eigentlich fast nur in der Nacht spielt. Da ist die Leiche wieder. Und sie stinkt schon. Ein Spiel, das meistens in der Nacht spielt und deswegen auch sehr auf seine Lichteffekte und Schatteneffekte setzt. Was auch ein spielerisches Element sein wird später. Was auch immer der da erzählt. Muss ich hier überhaupt lang? Leertaste zum Springen. Sie haben den Termin verpasst! Welchen Termin? Mist. Hat ja super geklappt. Die können mich nicht aufhalten. Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Tja, jetzt müssen wir vor diesem Wirbelsturm fliehen. Es ist natürlich alles ziemlich linear und geskriptet. Das wird auch im Rest vom Spiel natürlich so sein. Es ist nicht Open World,
wie so vieles heutzutage. Sondern man folgt immer einem recht vorgegebenen Weg. Jetzt ist der Kerl ein bisschen müde geworden, scheinbar. Aber Open World hat Remedy ja bisher eigentlich nie gemacht. Also auch Max Payne 1 und 2, die ja auch von Remedy stammen, die jetzt übrigens nicht mehr an Max Payne 3 arbeiten, sondern das macht Rockstar selbst, die waren ja auch sehr linear eigentlich. Linear und storylastig, so wie auch Alan Wake. An den Charaktermodellen jetzt hier sieht man es ja auch, das Spiel ist eben schon ein wenig älter, deswegen sehen die auch nicht mehr ganz so grandios toll aus, wie sie vor 2 Jahren eben noch ausgesehen haben, gerade auf der Xbox. Es gab kein Entkommen. So, jetzt. Sterben Sie. Ausmachen? Ja. Die Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. Ja, wo? Nicht nach. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind Sie sicher. Gut gemacht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so. Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wiegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Natürlich nicht. Ich bin in Ihrem Traum, um Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich. Noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkeln kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit vertreiben und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Die Lampe. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm, sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden, er ist eine Bedrohung, er ist ihr Feind. Hier, nehmen Sie die Waffe. Der Gegner war jetzt natürlich noch leicht. Aber es wird im ganzen Spiel so sein, dass man immer die Gegner erst mit der Taschenlampe schwächen muss und sie dann erst erschießen kann. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Und einen Achievement bekommen. Wobei ich ganz persönlich diese Steam Achievements ja für ziemlich sinnlos halte. Wo ist er hin? Ah. Das dachte ich, er ist hingefallen und tot, aber da kommt er noch, der Lumberjack. Hat er sich im Busch versteckt? Was hat er denn da wohl gemacht, wenn die zu zweit waren?
so ein leichtes Auto-Aiming, wie ich gerade merke. Also beziehungsweise die Waffe schießt immer dahin, wo auch die Taschenlampe hinleuchtet. Leuchtpistolenmunition. Leuchtpistolenmunition. Welche nehme ich? Die Leuchtpistole. Sie sind tot, so wie ich. Das ist sozusagen der Granatwerfer von Alan Wake. Und die Lichteffekte sehen halt immer noch gut aus. Das kann man den Remedies schon lassen. Auch wenn der Rest jetzt nicht mehr ganz so... Oh, jetzt ist er runtergefallen. Auch wenn der Rest jetzt nicht mehr so grandios toll aussieht. Also gerade die Texturen hier und so, da gibt es heutzutage natürlich Besseres. Aber die Lichteffekte, die sind schon noch ziemlich hübsch. Die deutsche Vertonung finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich habe das damals auf der Xbox auf Englisch gespielt. Die deutsche Vertonung ist schon okay. Also, und hier ist natürlich alles gescriptet, also sprich, das ist ein bisschen Trial and Error, wenn man da auf der falschen Seite läuft, fällt man einmal runter, dann weiß man aber, wo es hingeht. Hier an der Tür sieht man es jetzt auch zum Beispiel oder an den Wänden, am Boden, überall. Die Texturen sind nicht mehr die besten. Das tut der Atmosphäre, der Story und dem Spiel an sich aber trotzdem nichts ab. Also es ist ein sehr gelungenes Spiel, auf das man sich zwar einlassen muss, ein bisschen. Und das auch diverse Schockmomente hat. Also wer schon beim kleinsten Anflug von Horror... den Stress ausbricht, der sollte sich vielleicht Alan Wake eher anschauen und vorspielen lassen. Shh, Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt. Besser als eingenässt, würde ich sagen. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Endlich sind sie auf der Fähre, auf die sie wollten. Nein, sie wollten natürlich nach Bright Falls, einem beschaulichen, abgelegenen Ort, an dem Alan Wake, der ja, wie man inzwischen mitbekommen hat, Autor ist, seine Schreibblockade überwinden möchte. Das Problem an der Geschichte ist allerdings, das weiß ich jetzt, weil ich das Spiel schon weitergespielt habe, und das wird Alan Wake auch bald erfahren, dass das, was er gerade als Traum erlebt hat, sehr, sehr bald Realität wird. Einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Wo soll ich denn posieren? Hier wahrscheinlich. Hallo. Mach halt ein Foto jetzt. Alan, bevor es zu spät ist. Genau, fotografier doch meinen Rücken. In zwei Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Maine. Der Motion Blur ist ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Maine, ich mache hier Urlaub. Und lippensynchron ist die deutsche Sprachausgabe nicht, wie man jetzt aussieht. Das verstehen Sie doch so.
Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. So, jetzt fotografiere mich. Jetzt will sie nicht mehr. Guck da schon ganz grimmig. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Okay, ich revidiere meine Aussage mal. Ich finde die deutsche Sprachausgabe jetzt doch nicht mehr ganz so passend. Seid ihr schon da? Barry, ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry, alles okay. Wie diese Drecktextur am Auto, die ist auch ganz schön niedrig aufgelöst, sage ich jetzt mal. Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Und übrigens, was ihr vielleicht ganz am Anfang auch schon mitbekommen habt, das Ganze ist in Episoden aufgeteilt. Das ist wie so eine Fernsehserie aufgebaut im Prinzip. Also am Ende jeder Episode kriegt man einen kleinen Ausblick, was in der nächsten Episode passieren wird. Und am Anfang jeder Episode bekommt man dann wiederum einen Rückblick, was zuvor passiert ist. Wir müssen vom Vermieter abholen. Ein Mr. Carr Stucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan! Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan! Das ist nett. Also die deutsche Synchronisation sollte man nicht nutzen, glaube ich. Also die englische ist deutlich besser. Selbst von der Frau, die aussieht wie der Tod, dank ihrer Augen. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Okay, nicht durch. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Sieht so aus. Dann ist ja gut. Da, Piraten Joe ist auch da. Kleiner, ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh yeah. Ist das sein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Scheint nicht so gut zu funktionieren. Unglaublich. Ja, manchmal hängt sie. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Das ist genau mein Ding. Oh ja. Na, ah, jetzt kommt es. Ich bin tot und in der Hölle. So. Thermosflasche nehmen. Mhm. Die alte Frau traut sich also nicht auf die Toilette. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Natürlich. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden. Ich weiß natürlich, dass da jetzt auch gleich wieder so ein Schockmoment kommt. Und ich möchte fast wetten, ich werde erschrecken. Aber vielleicht auch nicht. Hallo? Mr. Stucky? Mr. Stucky is stuck on the toilet. Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie Sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach Ihrer Frau. Ja. Dann sehen wir uns da, würde ich sagen. Danke. Ja, habe ich das jetzt...
verwechselt. Ich dachte, auf der Toilette wäre auch irgendwas gewesen. Der Cordon Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Mhm. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah... Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super! Verfluchter Leistung. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Was auch immer. Tschüss, Mr. Wake. Da ruckelt's, weil's speichert. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich hab Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Dum, dum, dum. Das Deiner war echt ein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay. Wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht, seit meinem letzten Buch. Fantastisch, Ellen. Ja, nicht schlecht. Ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Feriendomizil, wenn nicht passieren würde, was passieren wird. Ich weiß, ist schon gut. Alice hatte eine Phobie, Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Vogelfußhütte. Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Komm schon. Was für eine hässliche Tür. Ja, jetzt mach halt auf. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Wieso wieder? Den Strom einschalten. Muss ich doch hier raus, glaube ich. Hallo? Jemand da? Die Hochschwestbesucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen. Ein Brückenkünstler. Mal sehen. Wo war denn der Stromkasten? Da ist auf jeden Fall wieder so eine Thermosflasche. Wobei ich solche Sammelspielchen auf den Tod nicht leiden kann. Ich mal nach oben. Die Hütte sah aus wie eine Zeitkapsel aus den 60ern, wenn nicht noch früher. Einen Moment lang suchte mich wieder der bedrückende Albtraum von der Fähre heim. Mist. Ich musste den Strom in der Hütte zum Laufen bringen. Irgendwo auf der Insel musste ein Sicherungskasten oder Generator sein. Das Stromkabel führt zu dem Schuppen da hinten. Ach ja, stimmt, das war ja in der anderen Hütte. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder. Vielleicht, aber auch nicht. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Ah. Die Lichter sind an.
Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Ich will mich aber nicht umschauen. Viel Spaß! Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Was sind die Alice? Alice? Schatz? Sie hier? Nein, die ist oben, deswegen ist der Pfeiler. Alan, ich bin oben. Ja. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich komme ja schon. Also, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Ja, dann sag's doch gleich. Hey, ich krieg's okay. Rübergemusst. Eine Lampe. Überraschung. Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Das Nachdenken ist so schwierig, dass er hinfällt. Verdammt. Alan? Alice. Alice! 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 In der Hütte waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. Was wohl passiert, wenn ich jetzt hier ewig stehen bleibe? Aber nein, das machen wir jetzt mal nicht. Alice, ich komme! Alles okay, ich komme! Nein! Alan! Hilf mir! Diese Raben... Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Sonst wäre er mit dem Telefon gefahren. Untersuchen. Bei Alice Sachen war ein Buch. The Creator's Dilemma von Dr. Emil Hartman. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Genau das Richtige für mitten in der Nacht. Ich hoffe nur, es war Vollkasko versichert.
Da ist jetzt wieder dieses mysteriöse Licht, das einen auch wirklich sehr stark blendet. Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Derartige Seiten findet man ziemlich viele, man kann die sich dann auch anschauen. Hier? Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Und diese Seiten sind sozusagen... Wie komme ich jetzt hier wieder? So. Sind sozusagen immer so eine kleine Vorausschau, was demnächst passiert. Deswegen ist es immer ganz sinnvoll, danach Ausschau zu halten, weil dann hat man zum einen ein bisschen was zum Sammeln, was sinnvoll ist. Da ist nämlich der Axtmann schon. Und zum anderen ist es einfach interessant für die Entwicklung der Geschichte. Schöner Ausblick, wenn nicht der Nebel wäre. Da vorne ist Licht, das ist immer gut. Licht ist sehr wichtig in diesem Spiel. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Was für ein Zufall, dass hier ein Baum liegt. Hinten steht schon so ein Typ. Bitte, ich hatte einen Unfall. Und ich möchte wetten, es hätte jetzt bestimmt schon irgendwo eine Taschenlampe oder sonst was gegeben, was ich jetzt einfach übersehen habe. Hey! Hey, Sie! Wer nicht ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Fahrt! Verdammt! Goldstucky! Wirklich erfreut! Eine Anzahlung ist erforderlich! Ehrlich und fair! Hätte er mal lieber den Schlüssel von ihm geholt. So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hin muss. Noch so eine Manuskriptseite. Können wir uns auch gleich mal anschauen. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Ja, eine Taschenlampe, die ich noch nicht habe. Aber hoffentlich bald bekommen. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Ja, was für ein Glück, dass auf dieser Baustelle eine Waffe und eine Taschenlampe liegt. Als ob die Bauarbeiter geahnt hätten, dass sowas passiert. Guck, ein Telefon. Empfehle ich Ihnen... Ja. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Hallo? Tja, das war's mit dem Telefonieren. Und raus kommen wir auch nicht. Nicht gut.
Ist natürlich die Frage, warum gerade Alan Wake das passiert. Aber genau das gilt es ja herauszufinden. Da ist die Hütte weg. Und da ist das Tor plötzlich auf. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach. Ja, genau. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Ach, solche Schalterrätsel gibt es hier auch ab und zu. Dass man jetzt erst den Strom abschalten muss. Der dunkle Wald war der letzte Ort, wo ich sein wollte. Drüber. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Ein Soundeffekt. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf. Als ich unten den Fluss sah, wollte ich mich hineinstürzen. Jetzt kommt die Vision gleich wieder. Ja, komm, lauf. Was zum Teufel war das? Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Und jetzt in der ersten Episode ist es natürlich teilweise noch relativ einfach. Das wird sich später natürlich ein wenig ändern. Also es gibt dann auch schwerere Passagen, logischerweise. Mit härteren Gegnern oder mit mehr Gegnern. Weil ich sehe da gelb. Nichts. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Vielleicht gibt es ja einen Lift. Zum oberen Weg. Jetzt sehen wir erstmal hier. Alles mit. Mehr Munition. Wo ist denn der obere Weg? Da hinten? Was ist denn hier? Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Nee, ist das nicht ein Generator? Das sieht doch aus wie ein Generator. Das ist aber kein Generator. Da hinten blinkt es grün. Das ist immer ein gutes Zeichen. Jetzt kommt hier bestimmt gleich wieder so ein Axttyp angedackelt. Möchte ich hier wetten. Da! Ich hab's gewusst, gleich drei. Die werfen mit Dingen nach mir.
deswegen immer nachladen. So. Jetzt wieder zurücklaufen. Dum-di-dum. Aber immerhin steht er jetzt im Licht. Holzhebel bewegen. Achso. Ja, man kann es nur nach links und rechts bewegen, von daher machen wir es mal so. Weil jetzt kann man hier drüber, genau. Und jetzt kommen bestimmt gleich wieder Axttypen angelaufen. Na, Gott sei Dank ist da die Kollisionsabfrage etwas gnädig. Hier. Radio. Ich war gerade Schrotflintenmunition. Und ich sage euch, was für ein. Gibt aber keine Schrotflinte dazu. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, wird euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und. Das ist da. Wieder so eine Seite. Und weil es so schön war, hören wir uns die auch gleich noch an. Und zwar: Wake findet Seiten. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. So geht's übrigens. Weil ich vorhin immer Escape gedrückt habe, was natürlich völliger Quatsch war, weil ich dann auch ins Hauptmenü komme. Mit F5 komme ich da einfach wieder raus. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Ja, und da gibt's dann erstmal Schnaps. Mach die besten Hotdogs im Staat. Der Markenspringer ist der Beste. Gar kein Gefahr. Der Monster-Dog. Gleich danach. Der Star-Dog ist der Beste. An solchen Punkten ist es oft so, dass dann die Gegner schon angelaufen kommen. Und man dann eben schnell hier den Generator anmachen kann, um in Sicherheit zu sein. In welche Richtung muss ich denn jetzt? Ach, da. Wobei ich sagen muss, wenn man hier so in dem Licht steht, ist das ganz schön schlecht für die Übersicht. Ist jetzt hier so hoch, oder wie? Dafür, dass es linear ist, ist es teilweise dann doch etwas unübersichtlich. Ich muss hier hoch. Muss ich hin. Da liegt wieder so eine Seite rum. Da oben ist Licht. Was kommen sie denn jetzt immer von hinten? Das ist ja gemein. Vor allem mit dieser trägen Mausschau. Hörst du auf. Lese ich jetzt nicht, das dauert zu lang. Ich will euch ja noch das Ende von der Episode zeigen, wenn es geht. Weil eigentlich sind wir ja schon längst über die Zeit. So. Eigentlich ist er doch jetzt völlig dämlich gelaufen. Er ist doch von der Tankstelle weg gelaufen. Aber gut, der wird sich schon auskennen im unbekannten Wald. Ist das hinter mir oder ist das vor mir? Ein Kerl wie
höre Gelaber, aber ich sehe niemanden. Das ist, Ach, natürlich, ich komme sogar von hinten. Jeez. Man hier rein und dann kann ich auch wieder irgendwas machen. Ah, hier gab es die Schrotflinte. Sehr gut. Und Munition dazu. Und Batterien. Und ein Knopf. Ein Knopf, für den man kein wenig Spiel machen muss. So, jetzt wird hier mal geschrotflintet. Wie lässig er die in einer Hand hält. Oh, guck. Ja, und was hat er jetzt gemacht? Man weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich würde da ganz privat jetzt nicht drunter durchlaufen. Weiß man ja nie, was da passiert. So, irgendwann kommt jetzt hier auch dieser Stucky-Typ als Mini-Endgegner sozusagen. Da ist er doch jetzt, glaube ich, oder? Ja. Gesicht geschossen. Auch ins Gesicht geschossen. So. Da versteckt er sich. Wird den auch erledigt? Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstelle schaffen. So. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Und an der Tankstelle ist jetzt, soweit ich mich erinnern kann, auch die erste Episode dann vorbei. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, und dann sage ich auch Tschüss, soweit die hier vorbei sind. Hier liegt noch so eine Seite rum, die nehme ich jetzt mal mit, ohne sie euch vorzulesen. So, jetzt schauen wir mal, ob hier noch irgendwas war. Da war zu, da musste man durch die Garage, glaube ich, rein. In der Werkstatt herrschte Chaos. Genau. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ich schreibe weiter. Draußen ist es Telefon, dunkel. Da vorne. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Polizeiwache Bright Falls? Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier, okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Thank you.
Ja, und das war die erste Episode von Alan Wake, wenn man es so sagen möchte. Und genau jetzt fängt die Geschichte natürlich an, spannend zu werden. Wo ist Alan Wakes Frau hin? Warum war da eine Insel, die es jetzt nicht mehr gibt? Was hat es überhaupt mit diesen ganzen komischen Gestalten und dieser Frau zu tun, auf sich? Und genau dem zu folgen ist unglaublich spannend inszeniert. Auch wenn es heutzutage natürlich von der Technik ein bisschen angestaubt ist, das sieht man auf den ersten Blick. Aber wen das nicht stört, der erlebt mit Alan Wake einfach ein super atmosphärisches, storygetriebenes Spiel, das man eigentlich nicht verpassen sollte. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck davon bekommen und ja, bis zum nächsten Mal.